schöner Riese. Schade, dass der nicht genießbar ist. Wahnsinn. Größer wie meine Hand. Schön. Servus die Malen und grüß euch die Buben. Es scheint die Sonne, ich boxe ja gar nicht. Den ganzen Vormittag hat es heute wieder mal geregnet, also mein ganzer Urlaub ist quasi schon fast ins Wasser gefallen bis jetzt. Naja, wird schon noch werden, ein paar schöne Tage werden schon noch kommen. Und da ist quasi nichts mehr Radfahren drin, weil ich will nicht baden gehen beim Fahren. Ja, dadurch habe ich mich ein bisschen zusammengepackt und schaue wieder ein bisschen auf in meinen Hauswald. Ich möchte Männer einen Löffel schnitzen. Eine Kleinigkeit noch. Kochen, nichts besonderes, ein Superl oder so. Ja, dadurch, dass es auch geregnet hat, werde ich heute sogar mal mein Hobo wieder ein kleines Feil probieren. Ja, ihr werdet es aber bloß durch mit. Also da. Ja, ich habe heute nur extrem leichtes Gepäck dabei. Das ist der russische Meshuk Sidor, heißt der. Er ist nicht mehr wie eine Kartoffel, sag ich mit ein paar Träger. Aber schaut gut aus, ist geil und hat mir gefallen. Ja, aber jetzt gehen wir mal los. Plaudern können wir später immer noch. Ja, Regen ist zwar noch angesagt. Schauen wir mal, ob was kommt oder nicht. Ist mir wurscht. Ein paar Spalatka dabei, machen wir wieder ein schönes Platz, machen wir es gemütlich. Ah, da war ich schon mal bei dem Baum. Nicht davon wo. Ja, wollte ich sagen, ich nehme das Platz halt gleich. Ja, im Prinzip, dieser Meshuk-Sidor ist nichts anderes wie von der russischen Armee. Der ist nichts anderes wie ein Kartoffelsack mit Träger drauf. Mehr ist ja das nicht wirklich. Und da oben wirklich wie ein Kartoffelsack zusammenbunden. Da hat er halt noch die Gurten, da kann man den paar Spalatko oder sonstiges draufhängen. So, ich bin da jetzt ein paar Meter übersiedelt, weil da war eine Masenstraße. Jetzt bin ich da herum. Das stört mich nicht, das ist ja nicht weit. Aber nur da hängt der Astel um. Ich hätte jetzt zwar keine Witwe machen, aber auf die Bienen muss ich auch nicht unbedingt kriegen. Na, wir werden mal schauen. Wenn wir den nicht ein bisschen runterziehen können. Da klingelt drin leider nicht, macht nichts. Aber da der so eine schöne Ausgabe da hat, mal schauen, ob wir da durchkommen. Schauen wir die Wurfkünste, jawohl, passt. So, aber mit dir, passt da. Ja, meine Keminate steht soweit. Ja, im Augenblick scheint nicht mehr die Sonne, also. Ja, passt eh so. Gut, und ich habe mir heute gedacht, ein bisschen ein kleines Feierchen im Hobo. Wäre mal genehmigen. Wirklich nur ein kleines. Zum Glück, da ist eh eigentlich alles drunter noch nass. Aber mit dem Solostoff kann da absolut nichts passieren. Und so groß mache ich das Feuerl sowieso nicht. Naja. Aber es schaut schon lecker aus. Aber wirklich extrem heiß. Quasi am Feuer gekocht. Den brauchst du nur mit so wirklich Kleinigkeiten füttern. Mehr braucht der gar nicht. Und der zischt ab wie ein Hanser. Ja, ich glaube, da wäre jetzt beim Essen auch dran, weil das wird die einzige Schlürferei werden sonst.
Meld mich später wieder. Ach, das war jetzt herrlich, Freunde. Ja, das geht ja ratzfatz. Na, herrlich. Ja, Freunde, in dem Sinn wieder besten Grüße an meine Krankensaison, wie immer gesund werden und natürlich auch an alle anderen. Prost. Ui, ja, der ist halt gut geworden. Der ist halt extrem gut geworden, ja. Jetzt werden wir sich mal ein Holzstückchen suchen. Dann werden wir anfangen zum Schnitzen wieder. So. Dann noch relativ gute Holzstickel gefunden, habe ich mir schon zersagelt. Und das eine werden wir da jetzt ein bisschen herrichten. Ein bisschen batonieren und ja. Machen wir halt ein Löffel draus, schauen wir mal. Das sollte schon gehen eigentlich. Dann muss ich den anderen drauflegen. Na, habe ich sogar die richtige Länge gemacht. Aber es geht dahin, schön langsam. Im Großen und Ganzen schaut er, glaube ich, nicht so schlecht aus. Ist ein bisschen kleiner geworden wie der, wenn wir andere alles zusammenpacken, einrahmen, putzen. Und dann geht's schön langsam wieder heim. So, dalle, na dann packen wir zusammen noch. Den habe ich als Rückenpolster ein bisschen mit drin. Dann einfach so zusammenwuseln quasi. Einmal da oben mit dem Schmafu. Und dann in die Hitzchen ein Schlafmein machen. Und einfach drüber und zuziehen. So, schauen wir noch, dass die Träger halbwegs gerade sind. Jawohl, und der Meschok ist fast abmarschbereit. So, ein paar Spalatken noch drüber. Und fertig ist die Russenpartie. So, aber da müssen wir jetzt wieder ordentlich putzen, weil wir da ordentlich geschnitzt haben. So. Ich denke, das kann sich sehen lassen. So. Waffe mit dem Zwerg. So. Ich denke, das passt. Gehen wir mal. Ja, war wieder mal eine schöne Zeit, muss ich sagen. Wieder hat er auch super mitgespielt. Und
hat mir wieder getaugt. Dann lief ich mehr. Ja, Freunde, Stiegl noch durch den Dschungel, dann bin ich draußen. Ja, ich sag wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Wochen und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.